Soll ich deins auch machen? Wieso nicht? Ich sag selber, das hast du mir rausgesucht. Das muss er jetzt anziehen. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Da das letzte Primer-Call-Video so gut bei euch angekommen ist, dachte ich, ich mache heute mal wieder ein Shopping-Haul, da wir am Freitag in den Urlaub fliegen und da waren wir am Wochenende jetzt noch extra ein paar Sachen einkaufen. Das ist übrigens Emma, einer unserer vier Hunde. Und die darf heute auch mal mit aufs Video. So, dann starte ich jetzt mal. Ich nehme einfach die Sachen so, wie sie sind, aus der Tüte raus. Da kommen wir eigentlich schon zu einem meiner Lieblingsteile. Und zwar sind es diese Glitzerschuhe hier für den Strand. Die haben 8 Euro gekostet und die finde ich super schön und ich glaube, die kann man auch echt gut kombinieren. Dann habe ich mir noch ein zweites Paar Schuhe mitgenommen, so kleine Flipflops, auch mit so Glitzersteinchen und die haben auch 8 Euro gekostet. Und ich finde, für den Preis sind die echt in Ordnung. Dann habe ich mir noch ein drittes Paar Schuhe mitgenommen, weil ich die total gern mag, wenn die keine Schnürsenkel haben, sondern einfach nur so zum Reinschlupfen sind. Und die haben 13 Euro gekostet in Weiß. Und die schauen jetzt für den Frühling auch echt schön aus. Und die sind super bequem. Dann habe ich mir für den Strand hier so ein Kleidchen mitgenommen, beziehungsweise so ein Überzieherkleid. Das kann man dann hier vorne so zusammenbinden und es hat hinten wie so eine Art Schleier, so einen kleinen, und ist vorne kürzer und hat 16 Euro gekostet. Und das musste unbedingt mit. Gerade wenn man das über einen Bikini zieht, schaut es bestimmt schön aus. Gell? Siehst du auch. Dann geht's weiter mit diesem Oberteil. Da habe ich mir einfach so ein ganz normales Top nochmal mitgenommen mit so Blümchen. Und das hat auch nur 5 Euro gekostet. Aber das fand ich eigentlich ganz süß. Ja, ist auch ein bisschen weiter, ein bisschen luftiger. Dann das nächste Teil hat mir mein Freund ausgesucht. Das ist auch so ein luftiges Top und das war im Sale, soweit ich weiß, genau, das hat nur noch 2 Euro gekostet und das finde ich eigentlich auch ganz schön, gerade zu einer weißen Hose schaut das bestimmt schön aus. Weiter geht's mit dieser süßen Hose. Das ist einfach so eine Locke. Okay, die ist jetzt ein bisschen faltig, aber das ist einfach nur so eine luftige Hose und die hat auch nur 5 Euro gekostet. Und die finde ich auch für den Strand einfach super bequem. Sowas kann man immer gebrauchen. Generell mag ich solche Hosen viel lieber als so feste Jeanshosen oder Jeanshorts. Die Hose. Nein, das war gar nicht die Hose, das war ein Kleid. Als nächstes geht es weiter mit diesem Kleid. Das hat hier vorne so einen Gürtel, den man rummachen kann mit so einer Schnalle. Und das fand ich eigentlich echt schön, gerade weil es auch mal ein bisschen was anderes ist. Auch die Farbe mit den Streifen. Und das hat 13 Euro gekostet. Genau. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile, nämlich diese Hose hier. Die ist so ein bisschen weiter hier unten. Und die hat auch nur 10 Euro gekostet und gerade mit den Streifen, das finde ich gerade einfach richtig schön. Und wenn die Sachen nicht so eng sind, sondern ein bisschen luftiger, finde ich das, wenn man im Urlaub ist, viel schöner. Passend zu der Hose habe ich mir dann dieses Oberteil hier mitgenommen. So ein kleines T-Shirt. Es hat eigentlich ganz gut dazu gepasst, mit so durchsichtigen Ärmeln, mit Spitze. Und das hat mich 10 Euro gekostet.
kommen wir schon fast zum Schluss. Da habe ich mir noch so eine lockere, luftige Bluse mitgenommen. Die in Blau, da habe ich auch noch nicht so viel davon, weil meine hauptsächliche Kleiderschrankfarbe ist eigentlich rosa. Und die hat 9 Euro gekostet. Und die ist echt schön. Dann habe ich mir zum Schluss noch so ein Nachthemdchen hier mitgenommen. Das hat 9 Euro auch gekostet. Und das fand ich eigentlich auch ganz süß. Ist auch ganz luftig, weil es bestimmt recht heiß sein wird im Urlaub. Und dann war ich die Woche auch noch bei New Yorker, weil ich unbedingt neue Bikinis gebraucht habe. Mir haben nämlich keine mehr gepasst. Und zwar habe ich mir einmal diesen hier mitgenommen. Das ist das Oberteil und passend dazu die Hose. Die hat hier so kleine Schnallen an den Seiten, die finde ich echt schön. Und ich glaube Brazilian Cut oder so heißt dieser Schnitt von den Höschen. Und der hat 9 Euro gekostet, die Hose. Und das Oberteil hat 13 Euro gekostet. Jo, Bibi. Emma hat ein ganz, ganz großes Aua. Sie hat sich nämlich die Kralle ausgerissen und es musste jetzt heute beim Tierarzt behandelt werden. Jetzt leidet sie ganz stark. Jo, deswegen darf sie heute ausnahmsweise auf der Couch liegen. Sonst darf sie das nämlich eigentlich nicht. Genau, das ist der erste Bikini. Der zweite ist dann dieser hellblaue hier. Den fand ich echt super schön. Vor allem, weil die Farbe auch mal was anderes ist. Das ist einmal das Oberteil und passend dazu die Hose. Die Hose hat auch 9 Euro gekostet und das Oberteil hat auch 13 Euro gekostet. Ich glaube, vom Preis her waren sie alle gleich. Dann habe ich mir noch einen schwarzen Bikini mitgenommen. Ich glaube, es ist derselbe wie der khakifarbene. Genau, und der hat nämlich hier auch so Striemen, den finde ich echt schön. Und die Hose ist mit anderen Schnallen diesmal, mit ein bisschen breiteren, aber die schauen echt super schön aus und die sitzen auch richtig gut. Weil ich finde, wenn die Höschen zu groß sind, schaut es immer gleich aus, wie als hätte man eine Pampers an. Genau, die haben auch wieder 9 und 13 Euro gekostet. Und zum Schluss habe ich mir noch einen weißen Bikini mitgenommen. Weil gerade wenn man dann schön braun ist, sieht das echt schön aus, finde ich. Und zwar ist das dieses Oberteil, auch wieder mit so Striemen hier am Rücken und so Schnallen zum Zumachen. Und die Hose hat hier auch nochmal zu stimmen. Und die fand ich echt super schön. Hat auch 9 und 13 Euro jeweils gekostet. Ja, genau. Dann habe ich mir zum Schluss noch so eine rosane Hose mitgenommen. Also doch noch was Rosanes. Die hat auch nur 5 Euro gekostet. Und ich finde die einfach schön, wenn man zum Frühstücken geht oder wenn man einfach nur so am Strand ein bisschen ist. Finde ich das immer ganz bequem, wenn man sowas anhat. Und dann einfach nur noch ein stinknormales weißes Top für 3 Euro. Das war es dann auch schon mit meinem Haul für den Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!